Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Ja, wir sind hier auf der Adams Air Force Base unterwegs und müssen jetzt hier eine Brücke von so einem von so einem Flughafenturm hier runterlassen. Da ist noch ein Gegner irgendwo. Control Tower, alles klar, da müssen wir rein. Da müssen wir hinein. An den Geschütztürmen vorbei. Da drüben ist noch einer, ne? Ja, lass mich da mal machen. Ja, drängel mich nicht weg da. Verdammt. So, die Flinte reparieren wir mal. Und wir nehmen auch nochmal ein Stimpack oder zwei. So, dann die... Das Sturmgewehr. Zack. Okay. Fox, ich mach mal Licht an und dann gehen wir mal in den Luftkontrollturm. Hi! Dann mach's eben selber, wenn du dich immer so vordrängelst. Dann mach eben halt alles alleine. Heckenschützengewehr! So, da geht es runter. Hier gibt es noch was zu essen. Hier ein schickes Klo. Ohne Papier! Nein! Stimpack! Hier irgendwie Vorkriegsbücher? Nö. Gut, da geht's einmal hoch. Ich würde sagen, wir gehen erst hoch und dann runter. Okay. Das wird wahrscheinlich jetzt hier der Turm sein, genau. Okay, Feldforschungsterminal der Enklave. Was geht denn da hinten ab? Party. Kontrolle der mobilen Plattform. Laderampe der mobilen Plattform öffnen. Plattformkontrolle kontaktieren. Vertibird Flugkontrolle kontaktieren. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Rampe geöffnet. Die mobile Plattform der Enklave betreten. Ach, die mobile Plattform, das war das Ding letztes Mal mit den Ketten, ne? Das ist die mobile Plattform. Alles klar. Dann gehen wir einmal nicht hier runter, denn hier ist es zu. Gehen wir lieber wieder hoch. Und hinaus. So, das Ding, ne? Ja, das sieht nach einer mobilen Plattform aus. Kann ich hier erstmal warten, bis es Tag wird? Kann ich. Lalalala. So, 5:30 morgens. Wenn mich der Fox mal das Ding angucken lassen würde. So, und... Achso, er hat da einfach die Rampe von dem Ding geöffnet. Alles klar. Dann wollen wir mal, hä? Da ist schon wieder ein Enklavenfreund. Au, au, au. So. Dass denen ihr Kopf immer so schwer zu treffen ist. Oh! Wen schießt er? Achso, da ist noch einer. Jawohl. So, und jetzt gehen wir halt einfach rein. Netter Krater. Huhuhuhu.
Mobiler Stützpunkt. Krass. Die Steuerung für den Orbitalraketensatellitstart aktivieren. Okay. Abstoßfeld deaktivieren, wir sind schon 90, Zeitbombe legen, sprengen, Steuerung und so, das ist so. Wir machen das mit der Zeitbombe. Pam! Genau, stirb! Ah! Au! Okay, es tut immer noch weh. High Security Clearance! Alarm! Von da? Aber möglicherweise Kontakt. Ganz schön viele! Ja! Fox, verdammt! Ja, ich muss mich mal heilen. Da ist einer. Anführer des Enklaventrupps. Was? Sigmar. Sigmar Gabriel. So, okay. Das Ding lassen wir da. Nein! Was habe ich getan? Nichts. Gut. Glück gehabt. So, das Abstoßfeld können wir aktivieren. Hier können wir wieder eine schicke Zeitbombe legen. Bam! So, was haben wir hier? Heckenschützen. Ja, komm doch mal richtig da rein. Komm doch mal hier richtig her. Kampfflinte, die nehmen wir mit. Gatling Laser, ja. Gatling Laser brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Superhammer, Plasmagranate, Impulsgranaten, Wabout. Psycho, Lasergewehr. Was haben wir hier noch? Haufenweise Kippen. Ein Stimpack. Und einen leeren Spind. So, dann können wir das Ding nicht reparieren, haben wir nämlich schon. So, Fox, wir müssen in diese Richtung da drüben. Oder? Warte mal, ich schau mal gerade auf die Karte. Achso, es hat zwei Steuerungen, alles klar. So wie es aussieht. To Launchpad! Dormitory, okay, gehen wir hier lang. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Startplattformbasis. Dormitory to Launchpad. Okay. Da gibt's noch ein Storage. Und überall kippen. Guten Tag. Dahinter kommt noch einer. Und jetzt. Ja. Da kommen ganz schön viele. Boah, da kommen richtig viele. Sollen wir noch weiter? Ja, ja, Feuer, Feuer. Der Mr. Kutzi. Unmöglich. So, wir müssen uns mal wieder heilen.
Und das Sturmgewehr gibt auch bald den Geist auf. Wir müssen es unbedingt reparieren. Aber... wo kriegen wir hier ein Sturmgewehr her? So, Two Launchpad, da sind wir schon mal richtig. So. Wo bist du, Wissenschaftler? Gucken wir erstmal im Locker. Ganz locker im Locker. Ah. Ich habe eine Position angetreten. So. Da sind wir richtig. Stirb, Wachbot. Zurückziehen und neu gruppieren. Oh, hallo. Ach, okay. Fox macht das schon. Offiziersmütze, Plasmagranate, Plasmamine, Plasmasole, Energiezelle. Keycard mit hoher Befugnis. Das Ding nehmen wir mit. Könnte nützlich werden. Huh? Gehirne! Überall Gehirne! Sensitive Electronics. Ja. Das ist doch was für uns. Genau, hier müssen wir nämlich auch hin. Sicherheitsterminal. Lang lebe die Enklave. Sicherheitssystem online. Innere Türen aufschließen. Tür nach draußen aufschließen. Waffenhaus aufschließen. Wir müssen leise gehen. Da kommen wir leider nicht dran. Zurückziehen und neu probieren. Zurückziehen und neu probieren. So, den Storage hatten wir doch auch irgendwo gesehen, oder nicht? Oh. Da draußen geht's rund. Wir kümmern uns erstmal um den Turm. Dann um die. Ja. Schön. Da verabschiedet sich das Spiel. Scheiße. Ach, schade. Na gut. Okay, wir sehen uns gleich hier wieder, hoffe ich. Bis dann. So, und da sind wir zurück bei... oh. Bei Fallout 3. Entschuldigung. Es hat sich hier eben gerade aufgehakt und auch kurz danach direkt nochmal. Es ist merkwürdig. Und warum? Was ist hier los? Warum haben Sie jetzt keine Klamotten mehr an? Was ist hier los? Es wird gefeuert. Okay, das ist es. Die haben plötzlich Klamotten an. Das ist. Es ist merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, warum die plötzlich keine Klamotten an hatten. Ich war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. So, aber womit ich jetzt was zu tun habe, ist, wir reparieren mal kurz die Knarre. So, Stimpak in Kopf oder auch zwei und dann hier. So. Oh. Hallo? Da unten ist noch einer. Nee, es war gerade eben sehr merkwürdig. Also das Spiel hat sich direkt, nachdem es sich das erste Mal aufgehakt hat, nochmal aufgehakt. Und dann hatten die Leute hier keine Klamotten mehr an. Muss man nicht verstehen. Raketenwerfer, nicht gut. Mein Arm. Mein Arm ist kaputt. Und Fox hält einfach so viel aus, das ist unglaublich. Zack.
Da oben. Das nächste Mal will ich einen Kampf sehen. Ja, was ist denn das hier? Es ist kein Kampf. Oh oh. Ich glaube, wir müssen uns mal heilen. Sehr dringend. Ja, doch, sehr dringend. Stirb doch endlich! So. Ich muss schon sagen, es ist eine ganz schöne Ballerei hier. Unglaublich. Gatling Laser, ich gucke mich nur mal ganz kurz jetzt hier schnell um. Gewehrkoffer, der ist natürlich leer. Satellitenkontrollturm. Da sind wir richtig. Und hier geht's richtig rund. Hier geht's richtig rund. Muss mal nachladen und ich muss mich auch mal heilen. Heilen, 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 heilen. Stirb, Mr. Guzzi! Oh, noch mehr, mein Gott. Ja. Puh, sind wir weiter. Munition. Was ist hier nur los? Nein, alten Metall wollte ich gar nicht mitnehmen, egal. So. Da müsste doch dieser Rechner sein hier, oder? Satelliten-Uplink-Terminal, nehmen wir mal kurz. Unbefugten Zugang untersagt. Ja, wir sind befugt. Nutzt das zu überprüfen. Uplink zum Satelliten Bradley Hercules hergestellt. Detaillierte Nutzlastüberprüfung. Salvo, aha, aha. Salvo 5, 6, 7, 8. Wir haben noch ein paar Raketen da drin, ne? Alle Feuerkontrollsysteme zeigen grün an. Satellit zum Ausrichten und Abfeuern der Nutzlast bereit. Geil. Nutzlast laden. Status. Antrieb Fehler. Elektrik okay, Optik okay, blablabla. Ladehardware Fehler. Ziel 1 Zitadelle. Projekt Purity. Megaton Rivet City. Plattform der Adams Air Force Basis. Ja, dann schießen wir das Ding. Okay. Müssen wir nur schnell hier weg, ne? So. Fox, wir müssen hier weg. Oh, oh, oh. Ah, es rettet uns jemand. Au. Geil. Ach, wie geil ist das? Sie sind überrascht, mich zu sehen. Hi, Sarah. Aber hallo, Sie sehen schon viel besser aus. Geil. Naja, da müssen wir uns bei der Pride bedanken. Ohne Sie wären wir jetzt beide tot. Aber reden wir von Ihnen. Sie haben verdammt gute Arbeit geleistet, Soldat. Verdammt gute Arbeit. Jetzt muss ich aber meinen Job erledigen und Sie in diesen Wordy Bird verfrachten, bevor hier alles hochgeht. Wie Sie wollen, reden können wir auch in der Zitadelle. In Ordnung. Okay, okay, ich komme schon. In Ordnung. Schnell, klettern Sie an Bord, bevor die Raketen hier alles dem Erdboden gleich machen. Ja, ich gehe schon. So, sehen wir jetzt, wie das alles in die Luft geht? Einen Moment nur. Ich setze den Vogel neben dem Flugsicherungsturm auf. Dann sehen wir uns das Feuerwerk. Ja, genau. Wird sicher ein Höllenspektakel.
will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Krass. Ach, wie krass. Guck doch mal, wie geil. Cool. Also jetzt nicht so super episch, aber es sah schon cool aus. Toll. Kommen Sie schon, Soldat. Bewegen Sie sich, als hätten Sie eine Aufgabe und steigen Sie schon ein. Ja, wir können. Anschnallen. Wir fliegen zurück zur Zitadelle. Der älteste Lions wird ein paar Fragen stellen, sobald wir gelandet sind. Keine Sorge wegen der restlichen Streitkräfte der Enklave. Wir kümmern uns darum. Hm, ja. Und sonst so? Hm? Nicht so gesprächig, ja? Hm. Verstehe schon. Als ich Sie vor einiger Zeit zum ersten Mal traf, traute ich Ihren Beweggründen nicht. Und Ihre Methoden gefielen mir noch weniger. Im Kampf um Projekt Purity haben Sie sich bewährt. An diesem Tag verflogen alle Zweifel, die ich in Bezug auf Sie gehegt hatte. Jetzt, da die Enklave in Trümmern liegt und dies alles nur Ihnen zu verdanken ist, fehlen mir fast die Worte. Ich bin stolz darauf, Sie einen von uns nennen zu können. Und verspreche, dass Ihre heutigen Taten in die Geschichte eingehen werden. Im Namen der Stählernen Bruderschaft und der freien Bewohner dieses Ödlands danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Wie schön. Fox dreht wieder durch. Aufgabe erfüllt. Wer wagt, gewinnt. Jia! Als ich Sie damals in diesem Tal in Chevy Chase zum ersten Mal sah, hielt ich Sie für einen verkommenen Ödländer. Zum Glück habe ich mich geirrt. Mein Vater hält sehr viel von Ihnen. Und ich ebenfalls. Unter anderen Umständen hätten wir vielleicht mehr Zeit gehabt, um Freunde zu werden. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück. Ich hoffe, dass Sie eine Weile bleiben. Wir brauchen Leute wie Sie, um das hier zu Ende zu führen. Gibt es sonst noch etwas, womit ich der Bruderschaft helfen kann? Was geschieht jetzt mit der Bruderschaft? Haben wir die Enklave jetzt vollkommen vernichtet? Mein Vater meint, wir sollten die Grenzen bewachen, damit sie keine Verstärkung anfordern können. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Nach dem Schlag, den wir ihnen versetzt haben, werden sie lange Zeit brauchen, um sich wieder aufzurappeln. Was geschieht jetzt mit der Bruderschaft? Naja, die Pride hat das Stadtzentrum bereits ziemlich gut unter Kontrolle. Vielleicht sollten Sie mit Paladin Tristan oder dem gelehrten Rothschild sprechen. Möglicherweise haben die etwas für Sie. Viel Glück. Mhm. Was geschieht jetzt mit der Bruderschaft? Wenn Sie glauben, dass die Pride jetzt nichts mehr zu tun hat, haben Sie ein Rad ab. DC ist immer noch voller beknackter Frankenstein-Monster. Und wir sollen für Rothschild von hier bis Virginia jedes verdammte Blechteil aufklauben. Wenn das nicht nach Arbeit klingt, was dann? Jo, da hast du recht, Sarah. Es ist immer eine Freude, Sie hier zu haben. Das freut mich. Hallo, Rothschild. Die vielen Ausrüstungsteile aus den Ruinen, die Sie an der Adams Air Force Basis hinterlassen haben, haben wir wohl Ihnen zu verdanken. Hiermit sind wir dem Gegner im Ödland immer einen Schritt voraus. Und im Idealfall bringt es auch meine Rekonstruktionspläne voran. Merken Sie sich meine Worte. Prime wird wieder laufen. Das mag zwar Monate oder sogar Jahre dauern, aber wir werden ihn wieder zusammenflicken. Falls Sie bereit sind, uns bei diesem Unterfangen zu helfen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Oh ja, cool! Cool, cool, cool. Wir können helfen, Liberty Prime wieder aufzubauen. Das ist ja witzig. Was macht die Rekonstruktion von Liberty Prime? Ihn wieder zusammenzusetzen ist eine Heidenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Monate? Vielleicht sogar Jahre? Der einzige Lichtblick ist die Gelegenheit, Prime von Grund auf neu zu bauen und ein paar Verbesserungen vorzunehmen. Wenn wir nur nicht so viel von unseren Vorräten im Kampf gegen die Enklave aufgebraucht hätten. Ja, ja, wir wollen doch helfen. Ich muss jetzt los.
Ja, Sie können uns gerne noch helfen. Das würde mir sehr gelegen kommen. Wie Sie wissen, bin ich mit dem Wiederaufbau von Liberty Prime beschäftigt. Eine große Herausforderung, betrachtet man seinen derzeitigen Zustand. Um ihn wieder auf die Beine zu bringen, brauche ich neben viel gebrauchtem Schrott noch einige besondere Gegenstände für seine komplexen Systeme. Halten Sie unterwegs Ausschau nach Sensormodulen. Damit kann ich seine elektrischen Komponenten wiederherstellen. Das Dringendste wären allerdings alte Kameras. Primes Optik wurde bei der Explosion komplett zerstört. Mit den Kamerateilen kann ich sie reparieren. Das mache ich doch gerne. Leben Sie wohl. Aber dem können wir das Zeug wahrscheinlich dann nur verkaufen. Also das ist keine richtige Quest mehr jetzt hier. Ja. Tristan? Ich habe diesen Mistkerlen gesagt, dass sie es schaffen können. Ach ja, natürlich gab es in der Zitadelle Zweifler. Aber Lyons hat hinter ihnen gestanden und das hat mir genügt. Ich kann mir kein größeres Kompliment vorstellen, als ihnen einfach zu sagen, dass die Bruderschaft ohne sie praktisch aufgeschmissen wäre. Danke von uns allen. Kein Problem, kein Problem. Gibt es sonst noch was, womit ich der Bruderschaft helfen kann? Naja, da wäre schon noch was. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mir bei meinem nächsten Einsatz zur Hand gehen. Die Supermutanten sind immer noch ein Problem. Eine unserer Hauptmissionen wird es sein, das Ödland der Hauptstadt von ihrem Gestank zu befreien. Sie müssten sie für mich nur zahlenmäßig reduzieren. Wenn Sie einen sehen, jagen Sie ihm eine Kugel in den Kopf. Ich versehe Ihren Pip-Boy mit demselben Blutprobegerät, das wir normalerweise unseren Spähern geben. Nehmen Sie eine Probe von jedem getöteten Mutanten und bringen Sie sie mir. Ich sorge dafür, dass Sie für den Munitionsaufwand entschädigt werden. Alles klar, das mache ich doch. Töten Sie weiterhin so viele Supermutanten, wie Sie... Das ist Hilfe genug, alles klar. In Ordnung. Wir sehen uns dann später wieder. Nehmen Sie sich vor Mutis in Acht. Mhm. Und das war's jetzt. Mensch, welch episches Ende. Eine Belohnung wäre noch schön gewesen oder so. Naja. Okay. Gut, dann haben wir noch Folgendes. Nach Pit. Das haben wir noch. Okay. Und da müssen wir auch ein ganzes Stückchen hinlatschen. Dann gucken wir jetzt erst bei Moira vorbei. Verkaufen ein paar Sachen. Holen uns ein paar Sachen. Reparieren ein paar Sachen. Kommt da wieder die Irre an? Anscheinend nicht. Unglaublich. So. Und dann begeben wir uns auch schon auf unsere letzte Mission, würde ich sagen. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen... Kleines Schwätzchen, ja, gerne. So. Das Ding... Unsere Ghoul-Maske kann sie auch reparieren. 4700 Kronkorken hat sie. Riecht zu Altmetall. Was haben wir noch? Den Brennstoff für den Flammenwerfer bekommt sie. Dann... Was noch? Nix. Sonst bekommt sie nichts, obwohl doch die Pfeile kann sie auch noch haben. Der kann weg. Das Ding kann weg. Vorkriegsgeld kann auch weg. Akzeptieren. Gute Jagd. Bis dann. So. Dann würde ich sagen, reparieren wir das Teil noch. Das geht nicht. Okay. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit unserem letzten Auftrag, würde ich sagen. Wir haben ja auch schon einiges gemacht. Nach Pit finden Sie die Quelle der Funkübertragung. Warte mal, da reisen wir schon mal in die Nähe. Wir laufen von hier aus und vielleicht finden wir ja unterwegs noch was, was wir erledigen können und so weiter und so fort. Da gibt's ja immer noch so einiges zu entdecken. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ciao!